Dawson meldet sich zurück. Hallo, hier ist der Friseur und das ist mal wieder ein Gameplay-bezogenes Commentary. Und zwar, wie ihr im Titel lest, ist das meine MOAB, meine Moab, meine Mother of All Bombs, meine knappeste, verrückteste, dümmste, die ich bis jetzt erspielt habe. Und zwar, ihr werdet es dann sehen, ich krieg die Moab ganz knapp mit 24 Kills. Und danach mache ich nur einen Kill mit der Moab. Und das Game geht dann noch ewig. Und dann ist ja alles so dunkel auf der Map. Ich spiele hier auf Bootleg oder wie das Ding heißt. Die Map kann ich überhaupt nie leiden. Und hier eine Moab zu schaffen, das grenzte irgendwie schon an Perversität für mich zumindest. Ihr werdet so sehen, an manchen Stellen werde ich einfach eingekesselt. Aber jetzt mal zu meiner Klasse. Ich spiele hier die MP7 mit dem Specialist Paket. Und als Hauptperks habe ich auf der 1, also extra 1, Extrembedingungen pro. Auf der 2 habe ich, was hatte ich da? Ach ja, Hardliner. Weil wenn man mit Hardliner spielt, kriegt man die Specialist Killstreaks viel schneller. Nämlich das erste Perk schon mit einer Flagge einnehmen oder einem Kill. Und als drittes habe ich Meisterschütze. Und ich muss sagen, Meisterschütze spiele ich in Verbindung mit der MP7 sehr gerne. Die MP7 ist so eine Waffe, das ist echt meine Favorite Gun in dem Spiel. Du kannst auf Nahkampf was reißen, du kannst auf Range extrem viel reißen. Die Waffe verzieht kaum und die ist so akkurat. Also einfach nur geil. Und Meisterschütze hilft echt. Teilweise kannst du mit der MP7 dann die Leute sogar auf 10 Millionen Kilometer killen. Hier ganz schön. Warum nicht einen sicheren Kill nehmen? Jetzt campe ich hier an diesem Taktikeinstieg vom Gegner, weil ich dachte, der springt da draußen rum. Ich dachte, der ist es. Nee, kommt da leider nicht. Und da dachte ich mir, naja, ins vor dem Specialist Pack, wo man alle Perks kriegt, nämlich mit Hardliner auf der 7. Campe ich jetzt hier einfach so ein bisschen in der Ecke und warte, bis der Typ abgeschossen wird. Bam, kriegt dann Header und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich alle Perks und da kriegt man dann nochmal einen Geschwindigkeitsboost. Und ja, spiele ich sehr gerne, gerade für MOAB-Gameplays taugt das auf jeden Fall. Zu den Aufsätzen auf der MP7, ich nehme da immer den Silencer. Und die erweiterten Magazine, weil man da auch so schön teilweise bis zu 4 Leuten wegsprayen kann. Und als Secondary benutze ich mal nicht die FMG Akimbo, weil das ist mir jetzt auch langsam zu blöd. Sondern ich benutze die M9, glaube ich, ist das. Oder MP9. Und da mit Silencer. Ich habe schon mal überlegt, ob ich die auch mit erweiterten Magazinen benutzen soll, aber die brauche ich doch nicht ganz so oft. Und kommen wir noch zur Auswahl meiner Specialist Killstreaks, also welche ich, Perks, welche ich zuerst erhalten will. Da habe ich auf der 1 ganz klar den Perk Assassin. Assassin macht euch ja auf der Pro-Version unsichtbar vor EMPs, vor Counter-UAV, vor UAV und Advanced UAV. Und man könnte natürlich sich aufregen, dass das Ganze noobig ist, aber ich finde es fair, wenn man mit Specialist spielt, dass man diesen Perk mit als einen der ersten bekommt. Weil ich habe auch keine Vorteile dann dadurch, ich kriege nie auf der 5 dann eine Predator oder sonst was. Sondern es ist einfach nur fair und deshalb ist Assassin mein erstes Perk. Denn das zweite ist Plünderer. Das kriegt man dann, wenn ich mich nicht irre, mit 3 Kills. Genau, mit 3 Kills. Mit Hardliner. Plünderer braucht man dann irgendwann schon. Und das reicht dann aus, bis man die 3 Kills hat. Da reichen die Waffen, die Munition. Und deshalb habe ich Plünderer auf der 2. Wobei, man könnte es vielleicht sogar als drittes nehmen. Und dann habe ich gerne dabei Flinkheit für schnelleres Waffenwechseln. Wobei, ich bin mir noch am überlegen, am ersten oder also am zweiten oder dritten, ich würde mal auch versuchen, schneller zielen auf der 2
und Plünderer dann auf der 5. Aber das muss ich mir erstmal angucken. Hier wurde ich ziemlich vom Gegner eingekesselt. Ich habe mich einfach nie rausgetraut. Übrigens, am Anfang habe ich hier nie gesagt, jetzt spiele ich auf MOAB, sondern es war ein ganz normales Gameplay. Und um zu Ende zu, ja, dachte ich mir, bist jetzt ein bisschen defensiver. Und Rush sitzt eher am Map-Rand lang, statt jetzt mitten durch die Map zu rennen. Hier auch total knapp. Und da gibt es noch einige Situationen, wo ich echt schmunzeln musste. Die nächste, die kommt, glaube ich, gleich. Ah ne, das dauert noch ein bisschen. Ja, generell, MW3 macht mir eigentlich wie immer noch Spaß. Also ich finde, es ist immer noch ein gutes Spiel. Wie gesagt, für mich hatten wir ja schon mal das Thema, dass die Sachen, über die ich jetzt reden will, ziemlich ausgelutscht sind. Und ich denke mal, ich fange auch wieder an. Ach hier, eine gute Stelle, ich vergesse. Ich hatte nie mehr Munition, habe auf den Typen geschossen und der sichere Tod ist eigentlich jetzt nochmal sich zu zeigen, weil der hätte mich definitiv abgeballert. Und dann gehe ich lieber zurück und lasse den links liegen. Also ihr müsst immer situationsbedingt mal entscheiden, ob ihr den Kill dann noch wollt oder ihr sagt, ihr geht lieber safe und rennt lieber weg. Was auch manchmal ganz gut ist, ihr rennt weg, geht hinter die nächste Ecke und wartet da kurz. Die Gegner sind teilweise so blöd und rennen euch hinterher und dann habt ihr wieder einen sicheren Kill. Ja, wo bin ich denn? Ach ja, MW3 gefällt mir immer noch ganz gut, aber wie gesagt, gameplaybezogene Commentaries, wie soll ich sagen, halte ich jetzt nie unbedingt so für sinnvoll, weil es gibt einfach viel zu wenig zu sagen. Man kann zwar Tipps und Tricks machen, aber jeder entscheidet sich selbst, mit was für Waffen er spielt und mit was er klarkommt. Ich habe auch einen Kumpel, der spielt hier mit den SMGs in MW3 und die sacken ja einfach. Also für mich, aber er kommt richtig gut klar und soll jeder spielen, wie er es für richtig hält. Heute war ich in der Lobby, da habe ich mich allerdings aufgeregt, da passt der Spruch, nee, unbedingt soll jeder spielen, wie er es für richtig hält, denn ich habe gegen Abonnenten gespielt oder wie auch immer, was das für Leute waren. Und das erste Gameplay hatte ich auch wieder, hier, geile Stelle, der hat mal übelst gefehlt. Und jetzt werde ich gekillt und habe die MOAB. Und ich erzähle gleich weiter, was heute war in der Lobby, aber jetzt kommt gleich die Stelle, warum ich bei der Moab nur einen Kill gemacht habe. Ihr seht es auf dem Radar gleich, jetzt kommt ein Luftschlag von uns und ihr sitzt da unten. Der Typ hat mir das gesamte Team bis auf einen mit seinem Luftschlag weggekillt und so habe ich mit meiner MOAB nur einen getroffen. Und jetzt... Ihr seht schon, die Map ist übelst dunkel, ich habe überhaupt nichts mehr gepeilt. Das war irgendwie noch krasser, als jetzt das im Video ist. Und ich glaube, ich habe jetzt im Moment gerade 26-1 oder so und sterbe dann noch 7-mal. Ja, der Rest vom Video ist nicht so, hier, jetzt habe ich den in der Ecke nie gesehen und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, war ich heute wieder in der Lobby drin, hatte irgendwie ein gutes Gameplay, was ich auch nochmal bringen werde. Sehr gut gerusht, mit 45-7 ging gut die Action ab, also eigentlich dauerhaft durchgesprintet. Und danach fing das Kämpfen wieder an und da war ein Typ, der war nur am Noob-Tum. Und es ist zwar schwieriger in MW3, aber der hat mich so aufgeregt. Ey, das war man natürlich wieder ein Deutscher und in der Hoffnung, dass der mich nie kennt. Und wie gesagt, er kann ja spielen, wie er will, aber das ging mir so auf den Sack, ey, da bin ich dann irgendwann geraged. Nee, ich hab's nicht zu Ende gespielt, ich bin nicht geraged-quittet, aber ja, sowas kommt immer wieder vor. Und das Witzigste, ich habe jetzt 4 Wochen nicht gespielt und trotzdem in jeder Lobby... Ey, bist du der Friseur von YouTube und so? Also ich werde das wahrscheinlich dann doch mal machen, meinen Accountnamen ändern. Wie viele, viele wissen ja von euch nicht, dass man das auf der Playstation, kann man sich ja einfach einen neuen Account anlegen. Doch bei der Xbox muss man dann Xbox Live Gold bezahlen für diesen Account. Und wenn ich mir jedes Mal einen neuen machen würde, das geht ja auch ins Geld. Und ist ja eigentlich nicht der Sinn, man sollte ja voraussetzen, nur... dass man auch mal in Ruhe spielen kann. Aber wie gesagt, die letzten Tage hat mich das nicht mehr so gekümmert. Und das war auch ganz chillig und ja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Und ich denke mal, es wird
dann auch wieder mehr Gameplay-bezogene Videos geben, neben RL-Videos, die ich immer noch machen werde. Hier übrigens der Typ in der Killcam hat auch sehr gut gespielt, also sehr guter Spieler. Jetzt von den Stats her nicht so, aber ja, 39-7 geht's aus, am Ende noch sinnlos 6 mal verreckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Tschaußen.